In diesem Video geht es um die Elektrosmogbelastung der Vittori Premium Kristallmatte. Wir haben hier ein Elektrosmogmeter. Dieses liegt schon auf der Kristallmatte, den Controller der Kristallmatte daneben und ein Smartphone, welches sich im Flugmodus befindet. Das WLAN ist ausgeschaltet und alle Handys befinden sich im Flugmodus. Wir sehen, der Wert ist hier im untersten grünen Bereich, alles in Ordnung. Wir werden die Kristallmatte jetzt anschalten. Infrarot-Tiefenwärme, Biophotonen, pulsierendes Magnetfeld. Weiterhin bleibt der Wert konstant im unteren grünen Bereich. Alles ist in Ordnung. Auch hier am Rand keine Erhöhungen. Alles im untersten grünen Bereich. Nun werde ich das Smartphone aus dem Flugmodus herausholen. Dann werden wir den Wert beobachten. Danach werde ich das Smartphone unter die Matte schieben, direkt unter das Elektrosmogmeter. Und wir werden den Wert weiter beobachten, ob die Schutzfunktion gegen Elektrosmog innerhalb der Matte auch genauso funktioniert wie versprochen. Flugmodus aus und der Wert wandert direkt nach oben in den obersten Bereich. Alles ist rot. Nun schiebe ich das Smartphone direkt unter das Elektrosmogmeter. Und wieder befindet sich das Messgerät im unteren grünen Bereich. Keine Belastung, kein Elektrosmog. Das Kupfer-Silizium-Gewebe schirmt alles ab, sowie auch die Carbonschicht. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Wir haben keinen Elektrosmog, keine Belastung. Alles im grünen Bereich.